Willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ich habe es beim letzten Mal ja schon angekündigt, nachdem ich hier ein paar so wichtige Missionen nicht machen kann, so für unsere Begleiter und ja, das war auch Inner Circle. Ich weiß noch nicht für wen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt mal Wicked Eyes and Wicked Hearts machen. Ich kann immer noch nicht reden, ja. Und ein bisschen die Story vorantreiben. Danach, ich weiß nicht, ob ich dann auch gleich in das neue Gebiet, was ich schätze mal kommt, weitergehe, weil es gibt hier noch das da, so ein paar losgelöste Missionen, wahrscheinlich in abgegrenzten Gebieten. Elven Glyphs haben wir dann noch. Ja, okay, da waren wir schon. Wenn wir hier unten, Emerald Graves, da war ich schon. Das hier könnte ich noch machen. Und da drüben war was. Venatory Activity, genau. Und dann haben wir noch die... diese Oase, wo wir die Shards untersuchen können. Ich wollte eigentlich erst hin, wenn wir alle haben, aber ich habe halt noch nicht alle. Und da hier unten rechts, da blinkt auch noch was. Also da gibt es auch noch ein paar echte Nebenaufgaben. Aber ich möchte jetzt mal hier wieder ein bisschen was machen. Also, ich bin still, Spiel spricht. Okay, Spiel spricht nicht. An assassin is stalking the Empress. Selene's death would plunge Orlais into chaos, leaving it an easy target for Gravithus Fasinus. At the Winter Palace of Halam Shiral, Selene is holding peace talks with her rebellious cousin Grand Duke Gaspar under the guise of a grand ball. Every noble in the Empire will attend, making it the perfect place and time for Corifisinisifis assassin to strike. We can arrange an invitation to attend, to keep him from destroying Orlais, if we hurry. Ja, Mensch, das, wenn ich vorher mal gelesen hätte, dass wir uns beeilen sollten, hätte ich da jetzt nicht 20 Stunden mitgewartet. Aber gut, Levels 12 bis 15. Ich glaube, so viel Action war da gar nicht. We have to reach the Empress before Corypheus. The only question is, how? Hubschrauber! I have our way in. The real question is, where is our enemy hiding? At the urging of Grand Duchess Florian, the Empress is holding a ball. Absolutely everyone will be there. During the festivities, Selene will be meeting for peace talks with the usurper Duke Gaspard and Ambassador Briala. The assassin must be hiding within one of these factions. Do we need to go to the peace talks? The Empress must have personal guards. We could just warn her she's in danger. We've made the attempt, but... It seems that our messages never reached her. Someone intercepted them. It's better that we don't leave this to chance. If Orlais falls to Corypheus, no land is safe. Tell me everything we know about the Empress. Empress Selene is a renowned diplomat and reformer. She works tirelessly to secure peace for the Empire. Unfortunately, many Orlesians view peace as complacency. Spastis! Leaving the future of the Empire in doubt if anything happens to her. Especially when the next in line is her cousin Gaspard, who's made few friends on the Council of Heralds. Selene is surrounded at all times by countless guards, courtiers, servants, and vassals. What better place for an assassin to hide than the Empress's own household? How can Gaspard still be next in line while he wages war against his Empress? The title Grand Duke indicates that he was a prince before the Empress took the throne. Ja, okay, Machtspielchen, super. Ja, erzähl mir doch gleich mal was über diesen Typen. What do we know about Duke Gaspard? The man who would have been emperor. He's Selene's cousin and was first in line to inherit the throne when Emperor Florian died. Selene outmaneuvered him. She won over the Council of Heralds, who hold authority over title disputes. She became empress and he a general in the Imperial Army. He's well loved by the troops. He's also a chevalier. Most of their number sided with him when he turned on the Empress. Aren't the chevaliers part of the army? Why would they follow the Duke? Most chevaliers are sworn to serve the crown, but that does not give them faith in the person wearing it. The Empress has tried to improve relations with Ferelden and Navarra. The chevaliers see her as anti-military. They believe Gaspard could lead the Empire back to the glory of Draken's expansion years. Who is this Ambassador Briala? An ambassador in name only. She has organized the elves of Halam Shiral into an underground army. The Empress invited her to the peace talks in a bid to gain the elves' alliance in the war. That would be scandal enough, without the rumor that Briala is a jilted lover of Selene's.
A personal grudge and a network of saboteurs at her command. A promising lead. Wait. The elven leader is a jilted lover of the Empress? It's not widely known. Just a rumor whispered among the palace servants a few years ago. If it's true and where to get out. The Empress and an elf. The scandal could destroy Celine's court. Even if a lie, Briella could use it to blackmail the Empress. She has some connection to the throne. Das ist ja scheinbar nicht das, was wir wollen. Das ist blöd. You've given me plenty to think about. With Gaspard and Celine's armies entrenched, we cannot openly march troops to the palace. My agents will ensure your soldiers get inside. But it must be a few at a time to avoid attention. Understood. Just give the word, and we'll begin. Word. Ja, mach mal das doch mal. Oh ja, Sarah würde sich freuen, wenn ich die mitnehme. Nein, die Vivian. Meinen traurigen Bull. Und den Blackwall. Das ist einfach meine Truppe, die nehme ich mit. The political situation in Halam Shiral hangs by a thread. The Empress fears our presence could sever it. The Grand Duke is only too happy to have us at the ball as his guests, so our invitation comes from him. Whether we act as his allies or upset the balance of power, he gains an opportunity, if not a clear advantage. Oh, sind wir hübsch. So, you're Inquisitor Kadash. From the stories I heard, you are hewn from solid steel and carried 1,000 daggers. The rumors coming out of the Western Approach say you battled an army of demons. Imagine what the Inquisition could accomplish with the full support of the rightful Emperor of Orlais. Ach, und jetzt gleich mal für dieses dumme Gelaber eine aufs Maul geben. Exactly what would be required to get that imperial support? I am not a man who forgets his friends, Inquisitor. You help me, I'll help you. Prepared to shock the assembly by appearing as the guest of a hateful usurper, my lord? They will be telling stories of this into the next age. Can't imagine that crowd has seen anything better than us in their entire lives. I knew we would get along famously, Inquisitor. As a friend, perhaps there is a matter you could undertake. Freund würde ich jetzt mal nicht sagen. Briala. I suspect that she intends to disrupt the negotiations. My people have found these ambassadors all over the fortifications. Sabotage seems the least of their crimes. If they're siding with the enemy, I'll put an end to it. Be as discreet as possible. I detest the game. Yeah. But if we do not play it well, our enemies will make us look like villains. We're keeping the court waiting, Inquisitor. Shall we? Wenn der dieses komische Getue nicht leiden kann. Das glaube ich einfach nicht. Enter the Winter Palace Court Approval. Ich muss mich jetzt... Ah ja, da steht's ja. To Orlesian nobility, a dwarf herald of Andraste is ridiculous. The court's view of you is dim for the moment. Oh, das waren gerade noch 40. Okay, ich muss mich jetzt wohl hier nach und nach ein bisschen einschleimen. I should look around. Ist die Tante damit gemeint? Nö. Noblewoman, I'll keep it to sell later. Speak with the noblewoman. Ja, ich meine, wir könnten es auch verkaufen. Das wäre natürlich witzig. Aber ich muss mich hier einschleimen. Also. Maker, what am I going to do if I cannot find my ring? You just gained court approval, which is usually the result of finesse, entertaining people or keeping up appearances. The higher court approval is, the better. Is this the ring you were looking for? You are a treasure! I cannot believe you found it!
You have saved me a lifetime of mortification. How can I thank you enough? Where could it be? Oh, where could it be? In deiner Tasche. Na gut, das war Nummer 1. Mit ein bisschen Glück werden mir die alle fleißig angezeigt, wo ich hin muss. Eastern Storage. Winter Palace. Nee, da muss ich jetzt hier scheinbar... Ey, Rassisten oder was? Hast du was gegen Zwerge hier? Suchst du Streit? Ah, ich kann nicht hauen. Ich kann nicht zuschlagen. Plack. Niemand mag Plack. Das ist mir ehrlich gesagt Rille, was da steht. So, haben wir hier ist rechts noch was versteckt. Choirs more Hellas. Ach, jetzt müssen wir also blöde Statuen sammeln oder was? Also wie diese Shards. So. Requires Storage Key. Verflixt. So, warte mal. Ich gehe aber mal noch nicht da rein. Ich gehe jetzt hier hoch. Approach the Talking Nobles. Du zum Beispiel. Du hast ein A über deinem Kopf. Do you mind? We don't wish to be disturbed. Du hattest aber ein A. Ich musste drücken. Warte mal, hier ist irgendwas. Da kann ich nicht drauf hüpfen. Cowabunga! Warte mal. Also hier oben ist jetzt... Eavesdrop? Ach so. Ah. Any word from the front lines? My spies said the bodies were beyond counting. Surely the Empress will put an end to the war tonight. Pray, my friend. If the Maker does not hear us now, just pray. Das gibt Erfahrung, ne? Okay. Sind hier noch ein paar, die ich so anquatschen kann, die nicht belauscht werden wollen? Da vibriert es. Haha, wer versteckt denn seinen Schlüssel in den Blumen? Und vor allem, wer macht, dass unser Radar den finden kann? Das finde ich sowieso Magic. Das ist eigentlich total das Geschmarri. Aber gut, dann schauen wir hier mal rein. Coins found. Scandalous legal document. 30 so ein Scheiß muss man hier, kann man hier finden. Das meint ihr nicht ernst. So, den Rest kann man liegen lassen. Braucht kein Mensch, braucht kein Inquisitor. Na gut, dann geht's mal auf die andere Seite. Ich muss doch hier noch ein paar so komische Hallas finden. Ich schätze mal, hier kann ich jetzt auch wieder lauschen gehen irgendwo. Da liegt was rum. Da haben wir doch schon mal eins. 10 brauche ich. Okay. Also das ist jetzt genauso dummes Gesammel wie in den ganzen anderen Gebieten auch. Also den Scheiß hat man überall. Selbst hier haben sie es hingemacht. Okay, jetzt möchte ich aber mal wissen, weil hier war... Genau hier. Scheinbar kann ich hier lauschen, aber ich finde den Platz nicht. Wo? Ist das irgendwo hier unten?
schau her. Eine hat gereicht. Sehr gut. So, was gibt mir Influence? Super. Das ist natürlich nur unnützes Zeugs hier rum. Ja, das ist Kinderspielzeug. Das interessiert uns doch nicht. Is it true the Inquisitor was headed out of the Fade by Andresti? Niemals. Ihr mit euren vergilbten V-Masken. Naja gut, schaut so aus, als müssten wir da mal rein, bevor wir hier weitermachen können. Oder, beziehungsweise damit es halt weitergeht. I must warn you before you go inside. How you speak to the court is a matter of life and death. It is no simple matter of etiquette and protocol. Every word, every gesture is measured and evaluated for weakness. I'm not intimidated by stuffy Orlesian nobles. These people burn cities as a diversionary tactic and assassinate one another as a feint. The game is like wicked grace played to the death. You must never reveal your cards. When you meet the Empress, the eyes of the entire court will be upon you. You are safer in the Fade with the Fear Demon. Let's go in. We're keeping everyone waiting. Everything will be fine. Na klar. Was kann schon schief gehen? Die Entwickler werden schon dafür gesorgt haben, dass wir hier nur Erfolg haben können. Hoffe ich doch. The Winter Palace. Sehr schön. Liliana ist ready to report in jetzt. Ganz schlechter Zeitpunkt. Ganz, ganz schlechter Zeitpunkt. Ich werde mich hier natürlich trotzdem erstmal umschauen. Bevor ich dahin gehe, wo ich eigentlich hin muss. Eventuell. Ah, lässt sich ja was finden. Gut. Naja, ich habe eine Tür gefunden, eine sehr große. Das ist doch toll, oder? Na gut, dann. Irgendeiner von euch? Will jemand mit mir reden? Was mit euch? Oh, Monsieur Galen. Bonjour, je suis le Inquisitor. It will take some time to get our men into the palace. I'll alert you when we're ready. Okay. Ach ja, die schmuggeln ja noch unsere Leute hier rein. I wish there was more news coming from the Grand Cathedral. So, was habt ihr zu labern? I heard Celine was having the entire wing redecorated. But the timing is atrocious. Why would she do such a thing now? Uninteressant, uninteressant. Aber hier gibt es bestimmt auch noch ein paar so Stellen, wo ich lauschen kann. Schauen wir mal. Hier vielleicht? Also ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß halt nur einfach nicht mehr wo, weil das ist echt schon lange her. Ach, hier, vielleicht nehme ich diesen rot umrandeten. Scandalous Secret. Ich habe jetzt natürlich gar nichts verstanden, um mal ehrlich zu sein. Vielleicht war das ja auch Absicht. So, warte mal, bevor ich da hochgehe, gucke ich jetzt erstmal hier. Interesting. Nee, das kann man nicht verstehen. Das ist nicht so gemacht. So, darf ich hier rein? Stört dich das? The guest wing is not open to the public at this time, Inquisitor. Oh, excusez-moi. Ich habe mich verlaufen. How can they call this a vestibule? It's a foyer. Please, it's barely half the size of the foyer in the Imperial Palace. So, noch ein bisschen mehr Plack zum Lesen. Da ist zu. Schaut's hier drüben aus? Kann ich hier noch irgendwas abstauben oder so? Naja, auch nicht. Ja, es ja, ich habe ein paar Mal öfters gedrückt. Es scheint so, als müsste ich wohl da reingehen. Gehen Sie mal aus dem Weg. Lass mich durch, ich bin Arzt. Kann
Da ist nichts, da komme ich nicht rein. Ich muss wohl mit dem Grand Duke Gaspar reden. Aber wisst ihr was? Das mache ich beim nächsten Mal. Die letzten Videos waren länger, jetzt mache ich halt mal doch ein Stückchen kürzer. So. Kriegen wir irgendwo schöne Beleuchtung hin? Nee, das schaut überall aus wie aus einem Horrorfilm. Na gut, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.